Einen wunderschönen guten Morgen euch allen im Namen unseres guten Gottes an diesem grauen Sabbat. A very warm welcome to you to this beautiful but gray weather. Es ist ein besonderer Sabbat. Wir feiern mit vielen Gemeinden im deutschsprachigen Raum den Jahresanfangsgottesdienst der Freikirche in Deutschland. This service is a special service because we are worshiping with many more worshipers all around Germany from the Adventist Church. Und so schalten wir dann zu um 10.30 Uhr zu dem Festgottesdienst, der letzte Woche in Hannover aufgezeichnet wurde. Und das werden wir dann hier über Video mitverfolgen. So at 10.30 we would switch to watch the video of the church service that was prepared in Hannover. At exactly 10.30 we will all start watching that. Aber vorher möchten wir ein paar Lieder singen. Dazwischen lesen wir zwei Psalmtexte, die aus der Bibelgesprächsbetrachtung entnommen sind von der letzten Woche. So, right after this introduction, we will start having some songs or singing some songs. And after that, we will have some Bible readings that are taken from the Sabbath School lessons. Weil der Video überwiegend Deutsch ist, sind die Lieder heute Morgen, die wir singen, überwiegend Englisch, um ein Gegengewicht, eine Balance zu schaffen. So to balance the service, because the video is going to be in German, we will start with singing English songs or hymnals. Das erste Lied ist in beiden Sprachen. Ihr könnt also die Sprache wählen, die euch am liebsten ist. The first hymnal is in both languages, so you choose which one you're more comfortable to sing with. Dazu noch ein Hinweis zum Video. Ich werde ihn übersetzen, wenn ihr also den... If you want to listen to the video in English, then please take a headset, because I will translate it into English. Amen. Thank you. Lasst uns aufstehen für das erste Lied. Es ist das Lied Nummer 36 in unserem deutschen Liederbuch, Nummer 3 im SDA Hymnal. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Wir singen die Strophen 1, 3 und 5. Oh,
Ihr dürft euch setzen. Wir hören nun Worte aus Psalm 105 in Deutsch und in Englisch. We now hear words from Psalm 105, both in German and in English. Danket dem Herrn und ruft an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz, sein Angesicht alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the peoples. Sing to him, sing psalms to him. Talk of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works which he has done, his wonders, and the judgments of his mouth. Amen. Amen. Unser zweites Lied ist dem SDA Hymnal entnommen und spricht darüber, dass wir Gott jede Zeit, zu jeder Zeit, jede Stunde brauchen. So our next song is coming from the SDAH, or the Seventh-day Adventist Hymnal, and it talks about how we need God, or we need him every hour and every moment of our lives. Wir können dazu sitzen bleiben. We can remain seated for that song. Thank you.
Our next reading is coming from the book of Psalms, chapter 13. If you have your Bible with me, please open and let's read it together. Psalm 13, the title of the psalm is To the Chief Musician, a Psalm of David. And I read, How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord, my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemy say, I have prevailed against him, and those that troubled me rejoice when I am moved. But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he had dealt bountifully with me. Amen. Wir lesen Worte aus Psalm 13 für den Chormeister, ein Psalm Davids. Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Sieh mich an, erhör mich, Herr, mein Gott. Mache deine Augen hell, damit ich nicht zum Tode entschlafe, damit mein Feind nicht sage, ich hab ihn überwältigt, meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Güte. Über deine Hilfe jauchze mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Singen wollen wir dem Herrn ein drittes Mal. We're going to sing to the Lord a third time. Das Lied Just When I Need Him Most vom SDA-Hymnal. The song Just When I Need Him Most. Wir singen hier drei Strophen. Just when I feel ready to love thee.
Wir haben die vierte Strophe auch, ne? We have the fourth stanza too. Let's sing that one as well. Wir möchten einen kurzen Moment der Stille haben. Let's have a short moment of silence. Stille, in der wir mit unserem Gott in Verbindung treten. Silence, during which time we can connect with our God. Denn immer wenn wir ihn am nötigsten brauchen, ist Gott genau da. Because just when we need him most, God is there. So lasst uns beten. Let us pray. Ich werde dann mit einem lauten Gebet schließen. I will conclude with a prayer from here. Let us become silent. Lasst uns stille werden. Guter Gott, manchmal fühlt es sich an, als hättest du uns vergessen. Our good God, sometimes it really does feel like you've forgotten us. Die Worte des Psalms finden Resonanz in mir. These psalm words, they resonate within me. Aber genau wie David den Psalm beschließt, dass er dir singen möchte, denn du hast ihm Gutes getan, so möchten auch wir heute und dieses Jahr dir singen, denn du hast Gutes uns getan. Just like David concluded that he would sing to you because you've done good to him. We want to sing to you today and this year. For you have done good to us. So sei jedem Einzelnen nun nah und segne uns, wo wir deinen Segen brauchen. Please be near to each one of us and bless us right there where we need it. Danke für deine Gegenwart heute und in diesem Jahr. We thank you for your presence today and throughout this year. Amen. An diesem Punkt verabschieden wir uns von unseren Zuschauern auf YouTube. Wir haben den Link für den Hope-Gottesdienst in die Beschreibung des Videos gestellt. Dort könnt ihr gerne anklicken und euch dann den Video dort anschauen. We say goodbye to our viewers on YouTube and those who want to follow the
church service on Hope TV. The link is in the description of this video. In Friedensau TV zeigen wir den Video, dass also hier im Ort ihr diesen Jahresanfangsgottesdienst auch mit uns miterleben könnt. Wir haben jetzt eine kurze Pause hier im Saal und um 10.30 Uhr beginnen wir dann mit dem Jahresanfangsgottesdienst der Freikirche. Gottes Segen.